Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Omnia. Ja, herzlich willkommen zu Folge 4. Wir hatten letztes Mal so ein paar Materialien schon mal hergestellt und ich habe den restlichen Kram durchgearbeitet. Die Kiste ist soweit erstmal befüllt mit diversen Dingen, die wir jetzt haben. Mir ist aufgefallen, wir haben eine ganze Menge Kupfer hier am Start. Das ist aber erstmal ganz cool und wie wir schon sehen, was sich da so ins Bild reinschleicht, haben sich ein paar findige Wandering Trader gedacht, hey, wir gucken mal vorbei, genauso wie dieser Creeper das gerade so ähnlich tut, ja. Was ist eigentlich mit diesem Lama dann los? Sprengt sich das mit? Ach so, genau. Ich habe das Übliche getan. Ich habe Mob-Griefing deaktiviert. Ja. Also, wie man sehen kann, sind hier einige Lamas aufgetaucht. Ich habe, keine Ahnung. Also, hier ist noch einer von diesen Tradern. Hier müssten aber normalerweise zwei Stück irgendwo sein. Weil hier sind ja auch eins, zwei, da hinten das dritte. Und drei von diesen Lamas. Also, sollte auch irgendwo noch ein viertes Lama sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal in deren Trade Trade-Angebote reingeschaut und das war jetzt nicht so berauschend. Lassen wir erstmal so stehen. Auf jeden Fall ist da einer, wo der andere ist. Kein Plan, ist auch nicht so schlimm. So, wie schauen die nächsten Schritte aus? Relativ simpel in Anführungszeichen. Ich würde ganz gerne so langsam mal damit beginnen, eine Farm zu bauen, damit wir uns ein bisschen Futter machen können. Ich war übrigens noch ein bisschen unterwegs und habe mir mal dieses Rosenbiom hier angeschaut. Es ist einfach alles voller Rosen. Mehr ist es auch nicht. Und der Vorteil war, ich habe da eine ganze Menge Schweine gefunden und wir haben jetzt erstmal 31 von diesem Cooked Pork Chop. Damit sollten wir vielleicht erstmal über die Runden kommen. Wir werden sehen. Und ja, was wir brauchen für so eine automatische Farm, die wir übrigens mit Industrial Foregrowing betreiben möchten, ist Rubber. Und Rubber bekommen wir, warte, wir gucken mal ganz kurz rein. So, hier haben wir diesen Plant Sewer. Und dann benötigen wir natürlich auch noch später diesen Plant Gatherer. Die beiden benötigen Plastik. Plastik bekommen wir aus Dry Rubber und so weiter. Und dieses Dry Rubber, das bekommen wir im Prinzip über diesen sogenannten Fluid Extractor. Und jetzt sehen wir schon, wir brauchen auf jeden Fall für diesen Piston Redstone, wir brauchen Gold für die Light Weighted Pressure Plate und wir brauchen auch hier noch ein bisschen mehr Redstone. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir begeben uns erstmal auf eine kleine Tour, bereiten uns vorher noch ein bisschen vor. Ich werde ein paar Spitzhacken bauen aus diversen Materialien, die wir da haben. Und dann wird es der erste Schritt sein, dass wir diesen Liquid oder Fluid Extractor, besser gesagt, schon mal hinstellen. Das Coole ist, der braucht an sich keine Energie, um zu funktionieren. Dieser übrigens wirklich nicht, ja. Man kann Energie anschließen, aber unbedingt erforderlich ist es nicht. So, ich bereite ein paar Sachen vor, dann gehe ich ein bisschen auf Wanderschaft. Und sobald ich irgendwas Bahnbrechendes gefunden habe, melde ich mich nochmal, würde ich sagen. Let's go. So, ich habe mich immer in guter alter Manier runtergegraben und bin dabei, warte mal, ich muss ihn mal kurz freimachen, ja, auf eine Art Höhle gestoßen. Und ich würde mal, wie sonst auch, diesen einen Ausgang, whatever, einigermaßen markieren. Und dann gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um, in der Hoffnung, oh, oho, in der Hoffnung, dass vielleicht nicht allzu viele Mobs anwesend sind. Das werden wir gleich herausfinden. Hier ist auf jeden Fall schon mal Ende, Gold, nice, das ist schon mal eine Sache, die wir definitiv brauchen. Genau, ich schmeiß das Porkchop mal eben dahin. Ich habe auf dem Weg nach unten auch schon das ein oder andere gefunden, aber das war jetzt ehrlich gesagt eher nicht der Rede wert. So, hier haben wir nochmal Silver, sehr schön, Gold, nehmen wir mit. Okay, haben wir hier noch irgendwas anderes vielleicht? Ja, Bauxit, sehr schön. Das ist ein guter Fund auf jeden Fall. Und, oh, es hört gar nicht mehr auf. Eisen haben wir auch noch am Start. Uranium. Es nimmt kein Ende. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Sonst haben wir jetzt aber alles, oder? Ja, anscheinend schon. Okay, gut, dann stacken wir uns hier wieder hoch einigermaßen. Und hier genauso. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den Rest nicht noch mitnehmen. Das waren jetzt 6 Golderze. Das ist schon mal ganz gut. Und hier ist noch ein bisschen Osmium, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und Kohle nehmen wir auch mit. Also es läuft, ja nice, die nächste Goldrunde. Ich werde bekloppt, das läuft. Achso, Basalt, ich habe gerade gedacht, hä, was ist denn da los? Ja okay, also es läuft ja richtig gut hier, ne? Uranite nehmen wir auch nochmal eben schnell mit. Osmium, also hier hängt alles irgendwo rum, das ist grandios, ey. Und das Coole ist halt mit diesem FTB Ultimine, ja, kriegen wir das Zeug sogar richtig schnell eingesammelt. Das ist echt ein Luxus hier. Hier haben wir Blei. Das kriegen wir mit dem nicht weg, aber mit dem hier. Genau. Und dann haben wir hier nochmal Tin. Das können wir mit der Steinspitzhacke machen. Ich habe mir so ein kleines Repertoire an Spitzhacken gebaut. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Stone halt, je nach Bedarf. Oh Leute, hier geht's richtig ab, glaube ich. Ohne Scheiß. Also hier ist nochmal Eisen dabei. Sehr cool. Müsste gleich nochmal ein paar neue Fackeln bauen. Ich habe, oh nein, schon wieder Gold. Ich habe noch ein paar Sticks mitgenommen zur Sicherheit. Hier machen wir jetzt erstmal die olle Lavaquelle zu, damit die uns nicht nervt. Und, also, was ist denn hier eigentlich? Copper, ach, das ist nochmal Copper, ja, okay. Ja, easy.
So, dann kommt da noch ein bisschen Licht an die Wand. Das ist ganz schön komplex hier, dieses komische System. Ich denke mal, oder ich gehe mal fest davon aus, dass wir uns gleich sowieso wieder verlaufen haben. Marble ist mit dabei, da könnte man wieder was Feines von bauen. Naja, mal sehen, aua. Ja, okay. Worüber der jetzt gerade herkam, man weiß es nicht. Also das System hier scheint relativ komplex zu sein. Daher kein Plan, wo der jetzt gerade herkam. So, wir haben keine Fackeln mehr. Das ist aber kein Problem, denn wir machen einfach mal noch einen Stack. Und ich würde sagen, ich werde dieses Paradies hier an Rohstoffen mal ein wenig bearbeiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn wir wollen ja eigentlich noch ein paar Maschinen bauen, ne? So, bis gleich. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin fest der Meinung, dass wir hier beobachtet werden aus mehreren Ecken. Und es nimmt kein Ende. Also hier sind so viele Rohstoffe unterwegs. Das ist echt grandios. Ja, moin. Nimm die Spinne bitte mit. Danke. Sehr schön. Das war genau der Plan. Das hört nicht auf. Also das Einzige. Achso, der Einzige, was ich gerade noch nicht gefunden habe, ist tatsächlich Redstone. Aber dafür alles Mögliche in irgendeiner Art und Weise. Das ist wirklich das reinste Paradies hier. Auch wenn das ziemlich Creeper behaftet ist. Da kommt noch eine an. Okay. Egal. Wie gesagt, die sprengen wir einfach. Das ist gar kein Problem. Wir könnten auch mal das Schwert nehmen, ne? Ja, moin. Okay. Das ist nicht gut. Warte mal, den machen wir nochmal schnell kaputt und dann würde ich sagen, ah, da haben wir auch Redstone gerade im Augenwinkel gesehen. Perfekt, Leute. Wir finden hier alles, was wir brauchen. Ich habe mich. Oh, lol. Ich habe mich übrigens nicht. Da ist noch einer gewesen. Genau. Ich habe mich nicht an unsere Standardregel gehalten, von wegen Fackeln immer zur Linken oder so. Weil ich eigentlich nur mal schnell rein wollte, ein paar Sachen holen wollte. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich noch länger hier unten bin. Also, was hier alles an Zeug rumliegt, das ist einfach unglaublich. Das einzige Problem, was wir gleich auf jeden Fall haben werden, wird ein volles Inventar sein. Oh mein Gott, ey. Wir könnten doch mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwelche Rucksäcke gibt oder so. Jetzt mal so rein Interesse halber mal eben zwischendurch. Ja, gibt's hier sowas? Okay. Common Backpack. Ah ne, Chest geht auch. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Holds 18 Stacks. Okay. Ich denke mal, damit sollten wir uns vielleicht auch nochmal auseinandersetzen, damit wir auch dazu in der Lage sind, vielleicht ein paar Sachen mehr mitzunehmen, als nur diesen Kleinkram jetzt, sage ich jetzt mal. Obwohl das nicht unbedingt Kleinkram ist, ja. Das ist ein Haufen Zeug, den wir hier bekommen. Da ist auf jeden Fall nochmal ordentlich Redstone. Es ist grandios. Wir haben hier wahrscheinlich für die nächsten Folgen erstmal ausgesorgt. Wie viel Gold haben wir jetzt? 23. Okay, pass auf. Eine Mission würde ich uns selber noch auferlegen, und zwar Diamanten. Weil dann hätten wir nämlich diesen Punkt auf der To-Do-Liste auch schon mal abgeschlossen. Ich werde nochmal ganz kurz hier die ganzen Dinge, hier ist der Ausgang, genau, auch mal ein wenig durchsortieren, damit wir hier einigermaßen klarkommen. Obwohl, ach nee, komm, wir gehen schnell runter, holen welche, schnell vor allem. Und dann werden wir uns hier wieder verpieseln, würde ich sagen. Eine neue Sache, die wir auch noch nicht hatten vorher, Nickel-Ore. Das sollten wir auch mit einer Eisenspitzhacke abbauen, genau. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal. Also so langsam wird der Platz eng im Inventar. Und ich habe noch, Alter, das ist eine Riesenschlucht hier unten. Deswegen ist hier auch so viel Zeug. Also wenn wir da keine Dias finden, dann weiß ich auch nicht so weit, ne? Das Problem ist es nur, wir haben keinen Wassereimer dabei. Naja, kriegen wir auch so hin, denke ich. So, also ich habe mich jetzt gegen die Schlucht entschieden, weil das war mir mit den ganzen Mobs, die da auf einmal gespawnt sind, relativ heikel, das Ganze. Und stattdessen werden wir jetzt ganz normal diesen guten alten, ja, Standard-Strip-Mining-Vorgang betreiben. Und zwar auf Höhe 10. Ich weiß, darüber streiten sich die Gemüter. Aber wir werden das auf Höhe 10 machen. Manche sagen 12, andere sagen wieder 8. Mir ist das völlig egal. Deswegen, oh, kaputt. Deswegen machen wir das hier. Das ist gar nicht so schlimm. Je mehr Spitzhacken kaputt gehen, oh Gold, desto mehr Platz haben wir im Inventar. So, Höhe 10 haben wir. Das F3-Ding brauchen wir nicht mehr. Eisen haben wir auch da. Kein Problem. Und ich befürchte, unser Inventar wird gleich sowas von platzen. Und dieses Rock Salt. Ja, habe ich jetzt schon dabei. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Wenn es nachher stört, dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie mal kurz eine Farmpause machen. Aber so wie das hier gerade läuft, will ich eigentlich gar nicht nach oben an die Oberfläche. Also das rennt hier wie bekloppt. So, ich habe jetzt hier mal so einen längeren Tunnel gebuddelt. Also, ja gut, so lange ist er jetzt auch nicht. Aber ich habe hier hinten am Ende mal wieder einen Lavasee gefunden und mal wieder ein Höhlensystem. Also ich habe das Gefühl, also entweder haben wir ein gutes Biom erwischt oder die Map Generierung ist generell so krass drauf momentan. Aber das, was ich jetzt hier bisher gefunden habe, das ist schon echt heftig. Also ich habe auch gleich einfach keinen Platz mehr. Und bin schon geneigt,
die ein oder andere Spitzhacke. Oh, Lapis hatten wir auch noch nicht. Nice. Die ein oder andere Spitzhacke vielleicht einfach rauszuschmeißen. Weil, Alter, was ist denn hier los, Junge? Das ist echt der Hammer. Das ist wie im Paradies gerade hier, ne? Aber ich denke mal, dass auch diese Rohstoffgenerierung oder Erzgenerierung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch nicht final sein wird, weil das hier ist einfach viel zu overpowered. Ich meine, jetzt gerade ist es cool, ja. Aber ich glaube, das ist einfach noch ein paar Nummern zu heftig, wenn ich ehrlich bin. Aber ist okay. Ich sammle mal hier so ein paar Sachen ein und dann werden wir... Oh, verdammt. Werden wir sehen, was wir hier noch von mitbekommen. Also mit Diamanten sieht das schon wieder schlecht aus, weil mein Inventar voll ist. Ja, ich suche mal weiter. Ja, Leute, wie ihr seht, ich musste die Farmtour abbrechen. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe zwar keine Diamanten gefunden, aber an jeder Ecke, egal wo man jetzt hingeguckt hat oder auch nicht, ja, es waren überall Erze. Das Inventar ist proppevoll. Wir haben massig Redstone, wir haben Lapis, wir haben Gold in dem Maße, wo wir es brauchen, auf jeden Fall. Wir haben einen Haufen Eisen, wir haben Bauxit, wir haben... Also ich habe alles Mögliche gefunden, aber keine Diamanten. Und jetzt pass mal auf, ich habe mal ein bisschen Nachforschung angestellt und bin dann darauf gestoßen, dass wir zum Beispiel durch Compressing von Kohlblöcken Diamanten herstellen können. Die nächste Variante wäre... Wir könnten das Kohleerz auch durchcrushen und könnten dadurch eventuell mit einer kleinen Chance unter 1% auch Diamanten bekommen. Und dann gibt es hier noch diese Precision Sawmill. Ja, okay, das macht nicht so viel Sinn. Ja. Also das Diaerz gibt es wohl. Ich habe jetzt aber bei der ganzen Farmtour nichts davon gesehen. Das ist nicht weiter schlimm. Vielleicht finden wir oder kriegen wir hier durchs Crushing was raus. Wir müssen darauf achten. Das ist ja... Ah ne, jetzt sind beide mit drin. Okay, also auch der Basic Crusher ist dazu in der Lage, den Kram rauszufiltern. Okay, alles klar. Das soll mich aber jetzt erstmal nicht stören. Denn wir brauchen ja eigentlich für das Ziel der heutigen Folge keine Diamanten oder ähnliches. Ja, dementsprechend... Oh, verdammt, die Kiste ist voll. Leute, wir haben echt ein Problem bald. Nee, was wir brauchen, ist auf jeden Fall... ein bisschen Gold, damit wir uns nämlich einmal diesen Liquid Extractor zusammenbauen können. Ich werde mal die ganzen Materialien gerade soweit vorbereiten, dann setzen wir das Ding hin und nehmen die Kiste auch schon mal in Betrieb. Übrigens, ich habe hier noch ein paar Bäume gefarmt, weil mir beim Verarbeiten der Rohstoffe von der zweiten Folge einfach die Kohle rausgegangen ist. Aber okay, wie gesagt, ich bereite was vor und dann bauen wir den Kram zusammen. So, ich habe da mal so ein paar Sachen vorbereitet. Also, jetzt habe ich schon weiter gesucht. Moment. Ja, wir brauchen erstmal den Fluid Extractor und danach, um den Arbeitsvorgang quasi durchzurattern, brauchen wir später noch die Latex Processing Unit. Die werden wir aber heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es ist mit diesem Farm-Terror einfach, keine Ahnung, es hat einfach irgendwie Überhand genommen. Ach genau, den Block brauchen wir natürlich noch. Moment. Können wir auch schnell zusammenbauen, gar kein Problem. Und ich glaube, wir brauchen dann aber noch ein bisschen Redstone. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen tatsächlich nur die Late-Weighted Pressure Plate. Alles klar. Dann können wir das Ding zusammenbauen, diesen guten alten Fluid Extractor von Industrial Foregoing. Den setzen wir jetzt einfach mal, ja, random hier mal hin. Und jetzt brauchen wir nur noch, wir haben es noch da, warte mal. Genau, wir brauchen nur einen Holzblock. Und diesen, wir sehen schon, das Ding arbeitet jetzt, obwohl kein Strom dran ist. Ja, das geht also auch ohne Strom. Für die Latex Processing Unit danach brauchen wir... jedoch irgendwo Energie her. Kriegen wir hin. So, den stellen wir hin. Und jetzt sehen wir hier, ja, der Amount von Latex füllt sich langsam auf. Natürlich geht das mit Energie schneller, aber ich denke mal, das ist erstmal in Ordnung. Genau. Und für die nächste Folge könnten wir uns schon mal vormerken, dass wir uns eventuell, wenn alles soweit klappt, aber sollte, ja, dass wir uns dann schon mal diese Latex Processing Unit bauen, den Kram soweit verkabeln, damit wir dieses Rubber herbekommen. Warte mal, Rubber, genau. Wir stellen damit dann nämlich dieses Tiny Dry Rubber her. Und dieses Tiny Dry Rubber können wir dazu verwenden, um Dry Rubber herzustellen. Und dieses Dry Rubber können wir durchschmelzen und bekommen dann unsere Plastic Sheets. Okay, wofür brauchen wir das jetzt? Ganz einfach. Und zwar für unsere automatische Farm. Denn diese Plant Sower und Plant Gatherer Geschichten, die benötigen alle diese Plastic Sheets. Und dementsprechend, ja, müssen wir diesen Arbeitsschritt zuerst machen. Gut, sehr schön. Dann haben wir das ja. Die Aufnahme ging jetzt ungefähr 46 Minuten, 47 jetzt gerade. Ich denke, das ist ein ganz guter Moment, um Schluss zu machen für heute. Ich denke mal, das wird nachher am Ende wieder so 15 bis 20 Minuten lang sein, der Part hoffentlich. Ich möchte die Folgen halt einfach nicht zu lang machen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, whatever und hauste rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.